Na, wie wär's denn mit Erholung einer Kur im Schwabenland? Dann empfehle ich Bad Wimpfen, hier die Stadt am Neckarstrand. Aber auch modernes Leben für gesundheitliches Streben bietet jedem die Natur. Denn dank eigener Sohlequellen findet man in vielen Fällen Heilung hier bei einer Kur. Ob man vorbeugt, was sehr wichtig, helfen, lindern, das ist richtig, darum ist man hier bemüht. Ob der Kreislauf uns macht Kummer, ob das Rheuma selbst im Schlummer schmerzhaft durch die Glieder zieht. Man schafft es hier therapeutisch, jeder Kurgast, er nimmt freudig Bäder und Massagen an. Steckt man morgens noch im Fango, tanzt man abends fröhlich Tango, wie man selber sehen kann. Auch die Gastlichkeit natürlich, die beachtet man gebührlich, darauf gebe ich mein Wort. Denn um ernsthaft zu gesunden, dreht man heiter seine Runden mit viel Spaß bei Spiel und Sport. Selbst persönliches Vergnügen stellt sich ein bei Busausflügen oder einer Dampferfahrt. Und beim Einkauf schöner Sachen, die den Gästen Freude machen, nun daran wird nicht gespart. 1803 geschichtlich wurde Wimpfen, wie ersichtlich, hessisch wie ein jeder sieht. Wenn auch württembergisch heute singt ein Hesse mit viel Freude, sich erinnern dieses Lied. Na, wie wär's denn mit Erholung einer Kur im Schwabenland? Dann empfehle ich Bad Wimpfen, hier die Stadt am Neckarstrand. Na, wie wär's denn mit Erholung einer Kur im Schwabenland? Dann empfehle ich Bad Wimpfen, hier die Stadt am Neckarstrand. Einen vergnügten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie glauben nicht, wie mir das Wort Abend von der Zunge geht. Das erste Mal der Blaue Bock im Abendprogramm außerhalb des Karnevals. Wir haben gesagt, wir wollen eine ganz besondere Stadt haben. Wir haben gewählt Bad Wimpfen. Bevor man mit dem Auto losfährt, da gehört ein Führerschein dazu. Dann wollen wir mal eine Fahrschule machen, eine ganz eigenwillige, eine musikalische Fahrschule. Vielleicht ist eine Anregung. Ich selbst bin der Fahrschüler. Ich hoffe und wünsche, dass kein Fahrlehrer so einen Fahrschüler wie mich bekommt. Hier ist unsere musikalische Fahrschule. Wie schön ist Autofahren, das weiß ein jedermann. Zunächst braucht man den Führerschein, damit fängt alles an. Die Fahrschule ist wichtig, dort lernt man vielerlei. Als Fahrlehrerin heute ist Uschi Klass dabei. Sie wollen fahren lernen, dann steigen Sie mal ein. Sie wissen, wie man schaltet? Das prägte ich mir ein. Jetzt starten Sie das Auto, das ist das Radio. Hier zündet man Zigarren an, Herr Schenkmann startet so. Jetzt koppeln wir ein bisschen. Steh da nicht Hase drauf. Nun, diese alten Witze, die kenne ich schon zuhauf. Ich glaub, jetzt muss ich schalten. Herr Schenk, das ist mein Knie. Wenn Sie sich so verhalten, dann lernen Sie es nie. Hier sehen Sie die Ampel. Damit weiß ich Bescheid. Sie bremsen viel zu kräftig. Pardon, es tut mir leid. Wenn's grün wird, bitte fahren. Bei Rot, da bleibt man stehen. Und werde ich weiß in dem Gesicht, dann haben Sie mich gesehen. Von rechts hat alles Vorfahrt, sonst muss ein Schild da sein. Hier ist gar keine Straße, warum biegen Sie ein? Jetzt ist er abgesoffen. Das war vorauszusehen. Ich glaube, für Sie ist besser, weiter zu Fuß zu gehen. Jetzt wollen wir mal parken. Na, das ist doch nicht schwer. Sie parken, wie ich sehe, ausschließlich nach Gehör. Das macht man doch behutsam. Jetzt schlagen Sie mal ein und fahren in die Lücke hier nicht in das Auto rein. Jetzt fängt er an zu stottern. Sie würgen ihn noch ab.
Sie halten mich ganz ehrlich als Schüler schön auf Trab. Brauch ich noch viele Stunden? Von Stunden rede ich nicht, denn sie brauchen Jahre bei diesem Unterricht. Das ist eine Einbahnstraße, in die man so nicht fährt. Sehen Sie denn nicht das Stoppschild? Das ist ja unerhört. Sehen Sie den Polizisten? Er winkt an einem Stück. Was macht der Autofahrer da? Er winkt höflich zurück. Was soll ich da noch sagen? Herr Schenk, ich gebe es auf. Wenn Sie so weiterfahren, zahl ich bei Ihnen drauf. Am besten nun Sie halten dort drüben einmal an. Da gibt es Jahreskarten für unsere Straßenbahn. Da gibt es Jahreskarten für unsere Straßenbahn. Also ganz so schlimm war meine erste Fahrstunde nicht. Wir haben ein bisschen übertrieben. Uschi Glas bei uns zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie den Spaß mitgemacht hat. Er hat gerade noch gedreht, gell? Polizeiinspektion. Eins. Ja. So ein Fahrschüler wird noch nicht mal die Polizei erlauben, ja, glaube ich. Was sind die nächsten Pläne? Ja, ich spiele im Herbst Theater in München. Mhm. Und jetzt drehe ich also Polizeiinspektion noch und dann möchte ich ganz gerne in Urlaub fahren mit meiner Familie. Ja, die Familie wollen wir mal grüßen, denn da ist einmal der Benjamin. Wie alt ist der? Der Benjamin ist gerade 6 geworden. Kommt jetzt in die Schule, Kommt jetzt im September in die Schule. Geht er gern rein? Naja, also wir sprechen noch nicht so drüber. Wirklich? Ja. Aber ja. Wir haben die letzte Chance eben freiwillig irgendwann in Urlaub zu fahren. Also Benjamin, wenn du zuschaust, geh in die Schule, mach's wie ich. Ich war am ersten Schultag schon der geborene Gewerkschafter. Ich habe sofort nach den großen Ferien gefragt und so weiter. Das weiß ich noch so gut, wie es gestern war. Und dann gibt's ja noch den Alexander. Alexander, ja. Das ist Alexander der Kleine. Wie alt ist der? Der ist jetzt 3 Monate gerade. 3 Monate, der wird nicht zugucken. Der wartet, dass die Mutti wieder nach Hause kommt. Wo geht's hin in Urlaub? Vielleicht nach Sardinien. Da war ich noch nie und ich habe gehört, es muss eine traumhafte Insel sein. Und vielleicht schönes Wetter. Ja. Toi, dafür. Danke. Ja, und was man sich... Ach ja, ein Bembel. Oh ja, mein Zweiter. Der Zweite. Das ist der Doppelbembel. Ja. Wir wollen Ihnen einmal einen Adel vorstellen, den man kennt, aber vielleicht einmal persönlich kennenlernen würde, den Bühnenadel. Es gibt ja Adelliche von der Bühne. Major von Tellheim, Herzog von Alba, Prinz von Homburg, der Graf von Luxemburg. Wir haben bekannte Künstler bemüht, die Ihnen das jetzt vorstellen werden in einem Liedchen vom Theater, vom Theater. Vom Theater, vom Theater sind wir Ihnen gut bekannt. Wir vertreten hier figürlich mit Noblesse doch ganz natürlich heute den Bühnenadelstand. Da wär ich Major von Tellheim, den man durch Herrn Lessing kennt. Nach 5 Akten kommt's mit Minna doch noch zu dem Happy End. Auch ich muss 5 Akte warten, bis man mir dank Herrn von Kleist als dem Prinzen, dem von Homburg, die Begnadigung erweist. Vom Theater, vom Theater sind wir Ihnen gut bekannt. Wir vertreten hier figürlich mit Noblesse doch ganz natürlich heute den Bühnenadelstand. Es sind wiederum 5 Akte von Herrn Schiller konzipiert, wo von mir Herzog von Alba in Don Carlos intrigiert. Bei mir dauert's nur 3 Akte, bis Angel und ich ein Paar. Herr von Luxemburg, Sie wissen, komponiert von Franz Lehár. Vom Theater, vom Theater
Wenn das Wörtchen von nicht wäre, wären wir vier heut nicht hier. Und sie hätte auf dem Bildschirm nicht mit uns jetzt dies Pläsier. Wir erwarten nun von Ihnen für die Nadel der Freihaus. Wenn wir jetzt von dannen gehen, hier mit sehr viel Phonapplaus. Vom Theater, vom Theater. Alles euer Applaus. Ich begrüße unseren Prinzen von Homburg, Eckhard Belle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie kennen ihn alle aus vielen Fernsehsendungen, aber eine Serie hat sich besonders eingeprägt. Es war eine englische gewesen, ja, eine englische. Ja, eine englisch-deutsche Koproduktion. Ja, David Belfort. David Belfort, vielleicht haben Sie das alle gesehen, können sich daran erinnern. Was machen Sie sonst so? Von Derrick. Über alle. Was man mir anbietet. Gras. Beispielsweise im Moment Blauenbock. Ja, und da haben Sie Grashüpfer, haben Sie auch? Grashüpfer, Dries. Ja, heute sind Sie ein Bockspringer, weil Sie am Blauenbock sind. Also vom Grashüpfer zum Blauenbock-Springer. Ja, ich habe viel von Ihrer Verwandtschaft gehört in Spanien. Das sind ja so viele Bälle. Und ja, das ist richtig. Danke sehr. Klaus Wilke. Graf von Luxemburg. Herr Graf. Oh, pardon. Auch durch eine Serie sehr bekannt geworden im Fernsehen, der Percy Stuart. Vielleicht erinnern Sie sich. Da hat er sogar Karl-May-Festspiele mitgemacht, einen Bösewicht gespielt. Was spielen Sie lieber, einen guten oder einen bösen? Das ist das Schöne in unserem Beruf und darauf freue ich mich immer wieder und auch das Interessante. Es macht eigentlich Spaß. Ich spiele gerne böse zwischendurch einmal. Ja. Und wir haben ja die Möglichkeit alles, nicht? Ja, so mal eine Komödie, mal ein Klassiker, mal ein Musical. Ja. Und das ist das Reizvolle an diesem Beruf. Es wird eigentlich nie langweilig. Da wird mir nicht, festgelegt. Sie sind auf Tournee mit Cyprien. Die ist gerade beendet. Ist beendet. Was und machen Sie jetzt? Jetzt sind die nächsten Stationen im Moment Proben in Aachen, dann Berlin, dann München. Was spielen Sie da? In Aachen die kleine Hütte, ein Boulevardstück. Die kleine Hütte. Ja, und in Berlin ein Musical und anschließend in München ein Krimi, der zweite Schuss. Der zweite Schuss. Ja, und dann ist das Jahr vorbei. Der beste Schuss ist immer noch der Vorschuss, aber der wird nie verfilmt werden. Also gut, will ich mal sagen. Das ist der schönste Gang. Ja, ich begrüße, meine Damen und Herren, als Major von Tellheim, Raimund Hamsdorf. Meine Damen und Herren. Major. Herr Hamsdorf. Haben Sie schon mal den Major von Tellheim gespielt auf der Bühne? Ja, es sind mir viele Fonds untergekommen. Unter anderem habe ich den Karl von Moor, den Götz von Berliching. Ja. Also Karl von Moor, aber 140 den, Vorstellungen im Theater gespielt. Ja, aber den der von Tellheim. Mit einem also noch nicht. Den Major von Tellheim haben Sie nie gespielt. Nein. Sie haben nur eine Kartoffel zur Mina gemacht. Und das war ja toll gewesen damals beim Seewolf. Haben Sie da eine echte Kartoffel, war das eine echte gewesen? Naja, heute hat man ja mehr in unserem Beruf die Faust, oder den Faust, oder die Faust im Nacken. Ne? Ja, ja, aber das war und eine echte. Ob es eine echte war oder nicht, lasse ich dahingestellt sein. Nur heute probiere ich es immer mit Steinen und ich bekomme schon viel Wasser raus aus den Steinen. Was machen Sie demnächst so? Ein Kriminalfilm, der wird also in Berlin gedreht, Malko, eine Serie. Ja. Und ich bin ja begeisterter Sportler, Drachenflieger. Ja, Drachenflieger. Surfer. Und Sie haben Pilotenschein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und Kapitänspatent. Sind Sie heute mit dem Flugzeug hier oder mit dem Schiff auf dem Neckar? Also ich frage mal. Leider nicht. Ja, also. Vom Piloten zum Drachenflieger, das kann ich durchaus verstehen, weil nachdem die Benzinpreise wieder erhöht worden sind, ist es ja sehr gut. Darf ich Ihnen den Bembel übergeben mit freundlichen Grüßen von Haus zu Haus? Einen Applaus und bedanke mich schon, dass ihr da gewesen seid.
Sie sehen, ich lasse nichts aus. Ich wollte mich ein bisschen wärmer anziehen und so weiter. Ich wollte Ihnen einmal einen Fußballfan, der hat mich direkt so eingedeckt, einen Fußballfan vorstellen. Also ich bin sehr fußballbegeistert. Mein ganzes Leben ist ein Fußballspiel, wenn ich ehrlich bin. Von meiner Frau kriege ich einen Anpfiff. Beim Geschirrspülen darf ich nicht abseits stehen, sonst kriege ich eine Verbannung. Wenn die Schwiegermutter kommt, mache ich einen Fallrückzieher und gehe in die Verteidigung. Nachts, wenn ich spät nach Hause komme, steht meine Frau im Tor, dann wechsle ich die Seiten, mache eine tolle Flanke, werde vom Platz gestellt und für die nächsten Auswärtsspiele gesperrt. Aber das war es nicht. Nein, das war es nicht. Ich bin selbst mal auf den Sportplatz gegangen, habe mir so einen Schlachtenbummler angeguckt. Das hat mir so gut gefallen. Da habe ich ein Gedicht geschrieben. Das möchte ich Ihnen jetzt bringen. Es heißt Der Mann vom Stehplatz A. Ich bin der Mann vom Stehplatz A. Also, ich bin an jedem Sonntag da. Ob Flutlicht oder Tageslicht, ein Fußballspiel ist für mich Pflicht. Ich bin die Stütze vom Verein, ich zahle und kann furchtbar schreien. Auch trage ich Kuhglocken bei mir und Spruchbänder sind mein Pläsier. Also ich bin der stille Fußballheld, dem jeder Freistoß gut gefällt, wenn meine Mannschaft ihn bekommt. Im Gegenteil, da pfeife ich prompt. Ich weiß, wie man den Ball behandelt, wie man eine Flanke noch verwandelt, wie man den Gegner rasch umspielt und abseits noch ein Tor erzielt. Also mich würde man vom Ball nie trennen. Im Geist kann ich am schnellsten rennen, selbst Rummenigge gegen mich. Der wirkte einfach lächerlich. Ja. Spielt einer gut? War selbstverständlich, ne? Zeig ich mich durch Applaus erkenntlich. Das heißt, wenn er zu uns gehört, sonst finde ich sowas unerhört. Und wenn er noch ein Tor geschossen, dann bin ich trotzdem sehr verdrossen. Wenn ich ihn vorher noch gelobt, beim nächsten Ball, da wird getobt, da rufe ich laut, dass jeder hört. Der Kerl, der ist sein Geld nicht wert, das ist der Lahmste auf der Welt. Wer hat dann den aufgestellt? Der dribbelt nur und gibt nicht ab und vor dem Tor, da macht er schlapp. Na, bitte sehr, er humpelt schon. Und sowas nennt man Kondition. Jetzt spielt er noch einen Gegner an, also heute ist mal wieder alles dran. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Der legt den Ball sich viel zu weit. Ich glaube, der Kerl ist nicht ganz klar. Was ist dann das? Der schießt ein Tor! Vergessen ist die ganze Wut. Ach, ich sag's ja gleich, der Mann ist gut. Ne? Jetzt fällt er hin. Schnell, Sanitäter, wie der sich krümmt, sofort Elfmeter. Was, was? Nur ein Eckball, so ein Hohn. Herr Schiedsrichter ans Telefon. Also der Schiedsrichter ist eigenmächtig, der ist mir lange schon verdächtig. Ja, jetzt gibt der Freistoß, wie gemein. Ach so, für unseren Verein, ja, ja. Der Mann hat doch halt Überblick. Was war denn das für ein fauler Trick? Das war doch Hand, das war Hand. Ich hab's gesehen. Nein, so kann es nicht weitergehen. Der Mittelstürmer ist so lasch und unser Trainer ist so flasch. Da, jetzt ein Angriff, wie geflecht. Pfui, 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 pfui. Der Mann, der wird gelegt. Elfmeter. Bravo, das ist richtig, denn jedes Tor für uns ist wichtig. Ja, jetzt läuft er an. Vorbeigeschossen! Das sind doch wirklich Herrschaftsbosse. Hier zuzugucken ist ein Kraus aus dem Verein. Da trete ich aus. Der Simbel trifft nicht mal das Tor. Watt. Nach dem Spiel nöpp ich mein vor, der ruiniert mir mit seinem Bettel glatt noch der ganze Todo-Zettel. Also, der Schlusspfiff kommt, das Spiel ist aus. Von mir kriegt keiner heute Applaus. Nicht wer gestürmt, nicht wer verteidigt, denn dazu bin ich zu beleidigt. Also den nächsten Sonntag komme ich nicht. Da macht er mal allein den Kitt. So spricht der Mann vom Stehplatz A, weil er heute unzufrieden war. Doch wer jetzt glaubt, der käme nicht mehr. Ihr liebe Leute, der irrt sich sehr. Beim nächsten Spiel wird man ihn sichten und könnt so gut auf ihn
verzichten. Ja. Vielen Dank. Ich habe da wirklich sehr lange dran beobachtet und ich hoffe, dass keine Ähnlichkeiten mit lebenden Personen vorhanden sind. Wenn, dann wären sie nur von mir gewollt gewesen. Ich möchte Ihnen jetzt unseren Stargast von heute Abend vorstellen. Es hat lange gedauert, bis er Zeit hat. Er ist heute das zweite Mal im Blauen Bock und ich freue mich auf seinen Auftritt. Er ist ein Weltstar, der so viele Termine hat. Heute hatte er Zeit. Hier ist der Udo Jürgens. Du sagst, du bist frei und meinst dabei, du bist alleine. Du sagst, du bist stark und meinst, du hast noch ein paar Träume. Jeder Blick aus deinen Augen ist ein stummer Hilfeschrei. Mir geht es genau wie dir, du kannst ruhig ehrlich sein. Du sagst, dir geht's gut, jedoch das klingt bei dir so bitter. Wenn ich dich berühre, ist mir, als spür ich, dass du zitterst. Deine Seele ist voll Narben, du hast Angst, sie brechen auf. Vergrab dich in meinem Arm, ich schütze dich so gut ich kann. Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung. Dafür gib mir deine Nacht, ich geb dir den Morgen dafür, solange ich dich nicht verliere, find ich auch einen Weg mit dir. Schau mir ins Gesicht, ich suche dich in deinem Schweigen. Doch fällt es uns schwer, das, was wir fühlen, auch zu zeigen. Doch ich will in dir versinken, bis uns beide nichts mehr trennt. Und wenn dich die Kraft verlässt, vertrau auf mich und halt dich fest. Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung. Dafür gib mir deine Nacht, ich geb dir den Morgen dafür, gib mir deine Angst, ich geb dir Gewissheit dafür, gib mir deinen Traum, ich geb dir die Wahrheit dafür. Das Gefühl, dass es ein Zuhause für mich gibt, gib mir Zuversicht, die all meine Zweifel besiegt. Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung dafür. Gib mir deine Nacht, ich geb dir den Morgen.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich freue mich, nach vielen Jahren wieder mal im Blauen Bock mit dabei zu sein. Und besonders freue ich mich darüber, auf diese Art und Weise eine Stadt kennenzulernen, in der ich noch nie war. Ich muss ganz ehrlich gestehen, liebe Bad Wimpfener, sind Sie mir nicht böse, wenn ich ganz ehrlich sage, ich habe also vorher nicht so genau gewusst. Ich habe schon mal gehört, Bad Wimpfen, aber wenn es mich so direkt gefragt hätten, wo ist das, wäre ich wahrscheinlich etwas unsicher gewesen. Aber wenn man hier so durch die Straßen geht, ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr glückliche Menschen sein müssen, in so einer schönen Stadt zu leben. Danke auch für die Gastfreundschaft hier. Sie haben jedenfalls eine schöne Heimat und das nächste Lied, wissen Sie, ist es so, mit dem Wort Heimat muss man sehr vorsichtig heutzutage umgehen. In der Musik klingt das immer gleich nach Kitsch und nach Schnulze und sowas. Ich habe trotzdem ein Lied geschrieben und das möchte ich, dass Sie jetzt hören. Komm her mit deinem Glas. Wir rücken ein wenig zusammen, dann hast du Platz. Mir scheint, du bist hier fremd und nichts ist so kalt wie der Ort, wo man dich nicht kennt. Da hilft es schon, wenn man nur einfach irgendwo mit einem anderen Menschen reden kann und nicht allein ist. Ein paar Stunden lang. Ein bisschen Heimat, das braucht der Mensch nun mal. Ein paar Freunde, ein kleines Stammlokal. Ein bisschen Heimat ist eine Menge wert. Und jeder sollte wissen, wo er hingeht. Du weißt schon, was ich mein. Heimat, das können so viele Dinge sein. Der Sender, den du hörst. Straße, durch die du am Morgen zur Arbeit fährst. Das Mädchen in der Kasse dort im Supermarkt. Und der Nachbar, der dich immer freundlich grüßt. Die Frau, die du in deine Arme schlägst. Ein bisschen Heimat, das braucht der Mensch nun mal. Ein paar Freunde, ein kleines Stammlokal. Ein bisschen Heimat ist eine Menge wert. Und jeder sollte wissen, wo er hin will. Sie können ruhig mitsingen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ein bisschen Heimat ist eine Menge wert. Und jeder sollte wissen, wo er hingeht. Ja, jeder sollte wissen, wo er hingehört. Danke.
Wagner. Ja, den kriegst du auf jeden Fall. Ein bisschen, Heimat, es muss ja nicht eine neue Heimat sein. Ich meine, man ist ja auch mit der Alten zufrieden. Das Lokal wurde so nett mit dem Lied besungen, so ein bisschen verträumt. Die Platte Silberstreifen ist ganz so geartet in dem Stil. Ja, Wie kam der Name Silberstreifen? Ich habe mal gelesen, dass Stresemann gesagt hat, ich sehe einen Silberstreifen am Horizont. Und heutzutage hören wir ständig solche Katastrophenmeldungen, dass ich mir vorstelle, es ist etwas Schönes, das Wort Silberstreifen symbolisiert für mich Hoffnung und Positives auf morgen gerichtet. Mhm. Und deswegen habe ich die Platte so genannt. Ja, Stresemann hatte ja sogar einen Silberstreifen in der Hose. Also ich meine, das ist so wie ich in der Jacke jetzt. Ja. Weil du gerade von Jacke gesprochen hast, du bist so schön schlank. Ich habe böse Zungen gehört, die haben gesagt, du gingst jetzt wieder auf Tournee, weil du da so schön abnehmen würdest. Jeden Abend, wie viel Pfund kostet das? Ja, weißt du, du musst zugeben, dass ich jetzt 2 Jahre nicht auf Tournee war, aber ich bin auch nicht gerade fett geworden. Das kann man also nicht sagen. Aber es ist sicherlich so, dass ich schon abnehme auf so einer Tournee. Mhm. Im Herbst ist wieder soweit, nach 2-jähriger Pause gehe ich dann wieder bis zum nächsten Frühjahr auf Tournee. Also das ist wunderbar, wie das man. Kannst du alles essen? Oder? Ja, ich muss sagen, ich esse wirklich eigentlich alles, kann ich. Ja. Ich kann auch alles essen, ich darf es nur nicht runterschlucken. Das ist. Aber ich. Beneide. Scheinbar schluckst du ziemlich viel runter, ja? Also, ich bin Landwirt, das ist mein Hobby. Ich fahre Korn ein und hier habe ich Hopfen und Malz angebaut. Ja. Ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte jetzt einfach ein Liedchen bringen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist nichts eingefallen. Da habe ich mir überlegt, man könnte doch mal ein Lied über nichts schreiben, über gar nichts, über nichts. Ein ganzes Lied nur über nichts. Und die Musik dazu komponierte Franz Grote. Hier ist das Lied vom Nichts. Ich möchte heute einmal das Nichts besingen, denn das Nichts herrscht wohl auf dieser Welt. Nur mit nichts kann man es zu nichts bringen. Und hat seine Sache hier auf nichts gestellt. Viele haben sich heute nichts zu sagen, doch die Menschheit macht sich nichts daraus. Wen gibt es, der über nichts zu klagen? Wo nichts ist, da holt man eben nichts heraus. Von nichts ist noch nie etwas gekommen. Von dem Nichts nimmt man uns auch nichts ab. Nichts zahlt man, hat man nichts eingenommen. Und den Faulen, nun dem bringt selbst nichts auf Trab. Viele haben über nichts zu lachen. Wer nichts ist, zählt nicht in dieser Zeit. Da hilft nichts, da kann man nichts dann machen. Sonst gibt's über nichts und wegen nichts. Mancher hat mit nichts hier angefangen, doch er hat sich nichts dabei gedacht. Um das Nichts, da braucht man nichts zu bangen, denn für nichts, da wird bei uns ja nichts gemacht. Wer nichts wagt, der wird auch nichts gewinnen. Wer nichts weiß, dem fällt auch meist nichts ein. Nichts bleibt dir, gehst du einmal von hinnen. Daran wird auch nichts durch nichts zu ändern sein. Ich hab gern für Sie hier nichts geschrieben, denn man ist ja heute nichts gewohnt. Habe hier mit nichts die Zeit vertrieben und der Meister, er hat einmal nichts vertont. Hoffe nur, man hat nichts auszusetzen,
daran, dass ich nichts hier vorgestellt. Wer nichts bringt, kann niemanden verletzen. Nicht um alles und für nichts auf dieser Welt. Nicht um alles und für nichts auf dieser Welt. Also, ich bedanke mich schön für das wunderschöne Lied. Wenn Sie rübergehen wollen zum Finale. Meine Damen und Herren, oh Gott, ich habe ein bisschen überzogen, aber wir wollen unser Finale noch machen. Ich darf Ihnen jetzt schon sagen, der nächste Blaue Bock kommt nach der Sommerpause zu Ihnen wieder im Nachmittagsprogramm am 4. September aus Bad Hersfeld. Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen eine schöne Urlaubszeit und drücken Sie mal jetzt mit fest die Daumen für Jupp Derwall und für unsere Mannschaft. Morgen in Chile. So fest wird gedrückt. Aber die Kleinen haben es ja in Spanien den Großen gezeigt. Da haben wir gedacht, da besingen wir mal die Kleinen, das Wort klein. Wir haben hier ein Finale, musikalische Kleinigkeiten. Meister. Das große Heim wie auch in mir. Meine Wünsche, meine Träume send ich übers weite Meer zu kleines Dankeschön wollte ich dir sagen, dafür, dass es dich gab. In all den Tagen ein kleines Dankeschön von deinem Mann, der keine großen Worte mag und drum nur kleine finden. Ein kleines Dankeschön wollte ich dir sagen. Ein kleines Dankeschön von deinem Mann, der keine großen Worte mag und drum nur kleine finden kann. Meine kleine Herz macht Tick-Tack für die Liebe. Wird mir ganz dünn wie noch nie.
schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe, sei ein bisschen nett zu mir. Fühlst du nicht die innig süßen Triebe, Triebe, wie mein Herz verlangt nach dir? Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, Liebe, sei ein bisschen nett zu mir. Fühlst du nicht die innig süßen Triebe, Triebe, wie mein Herz verlangt nach dir?